Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderschönen Mahmudla. Leute, hier war heute nur 9 Grad. Vorgestern weltuntergegangen, gestern purer Sonnenschein. Ich nenne das herrlich. Jetzt aber zum Thema, warum verändern sich hier so viele? Oder warum fühlen sich hier so viele wohl? Nicht nur Alanya, insgesamt in der ganzen Türkei. Ja, egal ob oben Schwarzmeerküste, egal ob unten Mersin oder in Istanbul, Izmir, wie sie nicht alle heißen. Das ist das Lebensgefühl, ist hier ganz anders. Das ist diese warmherzige, offene Art der Menschen hier, ja. Das soziale Miteinander ist hier ganz anders. Mag daran liegen, weil das Klima hier ganz anders ist. Also Klima in der ganzen Türkei ist hier anders als, nehmen wir jetzt mal Deutschland, ja. Man verbringt mehr Zeit hier draußen. Die Familien verbringen mehr Zeit, viel mehr Zeit draußen. Die sind sozial so viel miteinander. Da komme ich zum nächsten Punkt. Die Gastfreundschaft hier. Die Gastfreundschaft hier ist der Hammer. Türkei Platz 1, sag ich nur. Türkei ist wirklich der Platz 1. Nicht nur Gastfreundschaft, sondern auch Kinderfreundschaft. Und das sage ich nicht nur, weil ich hier wohne oder lebe, sondern ich glaube, die Urlauber oder welche, die ausgewandert sind oder welche, die pendeln, die können das nachvollziehen, ja. Die Gastfreundschaft ist, wie soll ich das erklären? Man geht spazieren. Man sagt zum Beispiel auf Türkisch jetzt guten Morgen. Man kommt ins Gespräch, obwohl man nur am Strand spazieren gegangen ist. Man unterhält sich und dann, ach komm, wir setzen uns mal hin und trinken Chai. Und dann ist das, als wenn man sich Jahre, schon Jahre kennen würde. Ja, man erzählt über Gott und die Welt. Und das noch bessere, und das hat nicht nur hier mit Urlaubsgebieten zu tun, sondern das gibt es überall hier in der Türkei. Manchmal wird man einfach von den Leuten zum Tee oder so, ne, eingeladen. Oder man lädt die ein, wenn man im Gespräch und man stand länger und da ist so eine Orange oder jetzt so ein Park oder so. Und dann sagt, ah komm, wir setzen uns hin und dann erzählt und dann guckt man auf die Uhr und sagt, oh Gott, jetzt waren schon 3, 4 Stunden. Diese Warmherzigkeit, Offenheit, Gastfreundlichkeit, Leute, und die verändert einen, auch im Herzen. Man wird wärmer im Herzen, man wird selber offener, wo man vorher gar nicht so vielleicht war. Hier gibt es vielleicht in Deutschland auch, aber man geht hier zum Bäcker. Ja, jeder fragt einen hier, wie geht es dir? Oder wo kommst du her? Und manche denken, oh ja, die fragen einen aus. Nein, das ist die Offenheit. Die sind interessiert. Versteht ihr, was ich meine? Und die Türkei hat wirklich sau viel zu bieten. Naturspektakel, ja. Pamukkale, der Hammer. Pamukkale ist wirklich der Hammer. Leute, muss man gesehen haben. Kappadokien. Ich weiß gar nicht, so eine Euphorie, die Heißluftballons, die dann hochsteigen früh morgens zum Sonnenaufgang, ja, die Felsen, es hat ja wirklich die schönen Buchten, wo es hier gibt, die Sonnenaufgänge sind hier jedes Mal anders und jedes Mal so magisch. Und Sonnenuntergänge natürlich auch. Sowas Magisches, ja. Und das verändert einen von innen. Deswegen die Lebensfreude nimmt zu. Und die eigene Gastfreundschaft nimmt dann natürlich auch zu, weil man guckt sich das ja irgendwie ab. Und die türkische Küche. Ey, die darf ich nicht vergessen. Die türkische Küche, das Frühstück hier. Eigentlich jede Mahlzeit, ja, das Frühstück hier so vielfältig, aber die türkische Küche insgesamt ist vielfältig und es gibt für jedermann hier was.
ob man jetzt Vegetarier ist, ob man nur Fleischesser ist, sogar ob man Veganer ist. Ja, hier gibt es für jeden was. Man kann in die Restaurants gehen, obwohl die nur Fleisch machen und sagen, könnte man. Die zaubern dir da irgendwas hin, wo du dir förmlich die Finger nach ableckst und sagst, boah, das ist himmlisch. Und egal, ob man gerne nur am Strand liegt oder ob man gerne wandert oder ob man gerne sich für Geschichte interessiert. Türkei bietet alles. Alles. Ja? Und ob man jetzt hier in Alanya ist und dann, sag ich mal, oben an die Schwarzmeerküste fährt. Es ist ja ein Land. Aber es ist total verschieden. Jetzt Gastfreundschaft und die Herzlichkeit und die Offenheit, die ist überall gleich hier. Aber dann denkt man, boah, bin ich hier im anderen Land? Bin ich hier woanders? Und das ist das, wo viele hier so fasziniert. Ich weiß nicht, ob ich das so rüberbringen kann. Und deswegen bin ich wirklich dankbar und froh, dass wir diesen Schritt viel früher gemacht haben, als es eigentlich geplant war, nenne ich es jetzt mal so. Auch wenn ihr jetzt nur zum Urlaub da seid und ihr wollt zum Beispiel jetzt 90 Tage, darf man ja drinnen bleiben. Leute, bereist die Türkei. Schaut, was es hier alles gibt. Ja, ob diese schönen Buchten, diese tollen Seen, ob Pamukkale, Kappadokien oder hier in Side von der Römerzeit noch. Türkei hat überall so viel zu bieten. Nicht nur hier, auch oben. Und jetzt wird langsam die Zeit. Uns ist nämlich aufgefallen, weil wir haben uns letztes Mal drüber unterhalten, der Beki und ich. Wir wollten ja in die Türkei, unsere Wohnung und dann die Türkei erstmal bereisen. Wir kamen gar nicht dazu, weil wir ja so vielen Leuten geholfen haben und immer da und immer da und immer da. Das werden wir jetzt bald mal in Angriff nehmen. Weil es gibt's nicht nur Alanya oder Antalya und Side, sondern wir wollen überall dahin. Ich meine, ich habe ja schon viel als jugendliche Kind gesehen, wo ich noch als Erinnerung habe. Und da habe ich mich schon in die Türkei so verliebt. Die Türkei ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist ein so stolzes Volk. Jetzt mal zum Fußball. Erstmal, Türkei hat gewonnen, das weiß bestimmt jeder. Aber da hat man gesehen, wie die Türken hinter deren Mann, und die sind sowieso sehr emotional, ne? Die Türken sind sehr emotional und die Flagge und Türkiye wird dann als gerufen und fand ich toll. Fand ich richtig, richtig toll. So, jetzt genießt ihr euren Tag. Ich genieße meinen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen rüberbringen. Warum Türkei ein, wenn man hier wohnt, verändert zum Positiven. Nur zum Positiven verändert. Wenn man natürlich die Offenheit und so wiedergibt, ne? Und nicht nur unter mürrischen Leuten rumhängt, sondern auch diese Offenheit, diese Fröhlichkeit, diese Spontanheit. Hier ist alles spontan. Gestern hatten wir was ganz anderes geplant und dann kam Anruf und schwupps, dann ist man halt hier spontan. Es ist nicht alles so strikt nach der Uhr. Genial. So, jetzt aber. Euch einen schönen Tag. Ihr bleibt, wie ihr seid. Ich habe euch alle gern und bleibt immer bei mir. Ich werde euch weiterhin informieren, weil hier wird noch sehr, sehr viel passieren in der Türkei.